Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge Mad Max mit dem unsympathischsten Videospielheld aller Zeiten. Hoffentlich verlieren wir diesen Kampf, aber ich befürchte, das führt nicht zu einem befriedigenden Ende. Wäre schön, wenn man hier sterben würde und dann kriegt man einfach eine Cutscene, die sagt so, ja, und so ist er dann gestorben, der Videospiel Mad Max. Er war eh ein Arschloch. Sind wir nicht alle froh drüber? Ende. Ich find's gut. Ich finde, das wäre ein schönes Ende. Aber gut, ich glaube, wir müssen jetzt hier gegen den kämpfen und Speere werfen. Ja, halt doch die Klappe jetzt. So. Ich bin fast enttäuscht, dass kein Hammer-Endbosskampf mehr kommt. Wenn das jetzt der letzte Kampf war, zwei Speere auf das Auto werfen, fände ich krass. Mad Max. Das Finale war jetzt leider viel kürzer, als ich dachte. Tut mir echt leid, dass die Folge jetzt quasi heute so kurz ist. Ich dachte wirklich, da kommt noch ein Bosskampf. Aber gut. Hey, was für ein scheiß Ende, oder? Das Spiel ist eigentlich echt ganz gut, würde ich sagen. Das ist eigentlich echt ein sehr nettes Hollywood-Unterhaltungsspiel. Es ist jetzt kein Meisterwerk, es ist kein Meilenstein in irgendeiner Hinsicht. Es ist nicht innovativ oder macht nichts besonders gut oder so. Aber es ist total unterhaltsam und man kann damit super Spaß haben. Überhaupt kein Ding. Aber ab dem großen Rennen geht alles ganz steil bergab, finde ich. Da wird das Spiel dann irgendwie echt scheiße. Also sowohl vom Gameplay her, dann hatten wir den Bug mit dem unsterblichen Gegner, mit dem unsterblichen Boss. Gut, den Bug hat jetzt bestimmt nicht jeder, aber das hat den Spieleindruck für mich natürlich jetzt schon nochmal getrübt, ganz schön. Und dann dieses Ende, sowohl vom Writing her, von der Story her, von der Charakterdarstellung von Max her, als auch vom Gameplay her. Dieser letzte Bosskampf, wo man zwei Speere auf sein Auto wirft. Wow. Ziemlich lame, muss ich echt sagen. Ziemlich lame. Ja, insgesamt, wie gesagt, wenn ihr das Spiel nicht selber schon gespielt habt, dieses mit dem Auto durch die Gegend fahren, mit Speeren rumwerfen, upgraden, macht durchaus Spaß. Das ist wirklich schön. Ist ein lustiges, nettes Spiel. Aber kein
Must-Have-Played-Spiel für mich auf jeden Fall. Na schön. Ja, dann verabschiede ich mich jetzt mal von euch, würde ich sagen. Den Abspann lassen wie wir immer durchlaufen. Vielleicht kommt ja danach noch irgendwas Unerwartetes, irgendwas Cooles. Eine Hidden Scene. Ein Hinweis auf einen zweiten Teil, den es natürlich nie geben wird. Oder wahrscheinlich. Außer, wenn irgendwie THQ Nordic oder irgendwie so eine Firma die Rechte irgendwann mal billig kauft und dann einen Nachfolger macht. Machen die ja gerne. Naja. Einen Nachfolger macht, habe ich kauft gesagt. Ist ja wurscht. Da ist jemand mit einem Bohrer. Ich habe noch nie jemanden mit einem Bohrer da hinten stehen sehen. Oder ist das unser Raketenwerfer? Wer weiß. Danke fürs Zusehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Bling macht. Und da sind wir auf einmal wieder. Stehen wieder am Abgrund. Glückwunsch, du hast die Geschichte von Mad Max besonders erfolgreich abgeschlossen. Ich weiß nicht, woher das besonders kam. Doch es gibt noch viel zu tun. Jump Bucket, der gestorben ist, den du umgebracht hast. Und der Magnum Opus, der zerstört ist, den du einfach kaputt gemacht hast. Für nix übrigens, für nix. Sind gemeinsam mit einigen weiteren wichtigen Charakteren zurück. Ach was, wo kommen die denn her? Ach ja, das ist ein bisschen... Das ist ein bisschen billig, ne? Dass die versuchen das nicht mal zu erklären. Was, wir haben neue Mad Max Verbesserungen freigeschaltet. Ach was. Eine bessere Version von seiner Standardjacke. Das finde ich sogar wirklich cool, weil ich fand das Outfit, das er vorher hatte, ganz furchtbar scheiße. Was haben wir hier jetzt noch? Ach so, dann wird es auch einfach dann sieht es aus wie eine normale, abgesägte Schubflinte und nicht mehr wie das fancy Ding. Ist aber immer noch genauso mächtig. Das finde ich wiederum lame. Ich mag die da. Aber die ist halt jetzt besser irgendwie, oder? Ist die besser? Irgendwie nicht, oder? Da steigt zwar der Schrotflintenbalken, aber von den Werten her sagt es mir jetzt eigentlich nichts, dass es besser werden würde. Sieht auch nicht mehr so eindrucksvoll aus, aber ja, okay. Kann man machen. Und in der Werkstatt gibt es, glaube ich, nichts Neues. Das leuchtet schon seit Ewigkeiten. Okay, hier ist wirklich was Neues. Glaube ich. Der Long Looker. Ich weiß nicht genau. Oder vielleicht hatten wir den doch schon. Ich weiß es nicht. Naja, Leute, ich würde sagen, das war Mad Max. Wenn so Spiele mal durchgespielt sind und das Wichtigste gemacht ist, dann habe ich meistens keinen Bock mehr drauf. Das Spiel ist beendet. Offiziell hiermit, würde ich sagen. Ende im Gelände. So, wie es jetzt weitergeht, da bin ich mir leider noch nicht hundertprozentig sicher. Denn ich kann schon mal sagen, dass jetzt eigentlich das Akte X Adventure auf dem Plan stehen würde. Was ziemlich cool ist. Die Frage ist... Krieg ich das und kriege ich das zum Laufen und wird das funktionieren oder müssen wir da irgendwie doch was anderes nehmen oder vielleicht zumindest zwischendurch noch was anderes reinnehmen? Ich weiß es noch nicht. Ich habe jetzt ein paar Folgen vorproduziert. Ich habe ein paar Tage Zeit, um das zu lösen, das Problem mit dem Akte X-Spiel. Ich dachte, das wäre irgendwie leichter zugänglich, leichter spielbar. Da habe ich mich zu spät gekümmert. Ich vergesse manchmal, dass es durchaus PC-Spiele gibt, die im Äther der Zeit verloren gegangen sind, leider. Naja, wir werden es rausfinden. Morgen wisst ihr Bescheid. Macht's gut. Bis dann. Ciao.